Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr es oben erkennt und auch bevor ihr draufgeklickt habt, Outlast. Ja, ein sehr horrormäßiges Horror-Game. Das Fortfahren steht da nur, weil ich es vorhin einmal 5 Minuten angespielt habe und auch um zu gucken, ob die PS4 es auch aufnimmt oder ob der Entwickler Warner Bros. Und Red Barrels was dagegen haben. Es funktioniert. Jetzt muss ich noch dazu sagen, es ist wieder mal ein Blind-Projekt und ich denke mal, bei Horrorspielen ist das auch gar nicht mal so verkehrt, weil Schockmomente, dieses Spiel soll sehr, sehr schockreich sein. Also das Einzige, was ich mir davon im Netz angeguckt habe, muss ich meine Controller mit Kabel anschließen, dass der nicht unterwegs mal leer geht. Ja, das ist von Gronkh das Best-of, also da, wo er sich so herrlich in die Hose gekackt hat. Ah, einfach nur geil. Ja, es ist die PS4-Version. Ganz klar. Ja, starten wir doch gleich mal ein neues Spiel. Wir sehen uns bei der Intro-Sequenz wieder. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, wenn das richtig ausgesprochen ist. Upshur. Einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihn eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebegeschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen... Achso, jetzt habe ich es verstanden. Hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Tja, das klingt ja schon mal... Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr schön. Ja. Ja. Wie gesagt, ich hab's kurz einmal angespielt. Salazar? Ist das nicht der Vogel aus dem... letzten Fluch der Karibik-Film. Ja, wir hören hier natürlich FM 107,9. Von wie fährt denn der Auto? Ich meine, guckt mal an, wo die Arme sind und wo sein Kopf hängt. Also der hängt gerade irgendwie schief im Auto. So, ich versuche das gerade mal so nachzumachen. Also, Gott, wie kann man so Auto fahren? Tja, Presseausweis hängt da auch. Ja, unser Sprit ist auch fast leer. Mount Massive Asylum. Ich würde gerne wissen, mit welcher halsbrecherischer Geschwindigkeit. Oh, 30 Mal. Oh. Er wird langsamer, aber der Tacho geht hoch. Das finde ich witzig. Ah, jetzt geht er runter. Wir sind da. Ey, die Anzeigen sehen fast so aus wie in meinem Auto. Wie in meinem kleinen Fiat. Okay, was haben wir denn da? Eine Akte. 17. September 2013 von 10.26.01.10.75.6@mutemail.com an Miles Upshur @gmail.com. Oh, Gmail, Google Mail, yay. Betreff Tipp, illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Murkoff Psi System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht einmal die Hälfte der Sache, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten,
was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Steckt doch was im Berg? Sind wir hier bei Until Dawn oder was? Oh, Batterien, dann nehmen wir auch Campcorder. Knallen die Batterien da einfach mal so rein. Mhm. Ja, das war unser Presseausweis. Ja, ich kenne bereits die Steuerung. Das war ja auch der Grund, weshalb ich das Spiel ein bisschen angetestet habe, dass ich eben die Steuerung... Was fahren wir denn überhaupt für ein Automobil? Obwohl, dieses Spiel schrecklich. Ich bin hier weg! Notizblock. Ja, finde eine Notiz. Das sieht mir so nach so ein Suzuki Jeep aus. Oder... Nee, generell nach einfach nur Jeep. Ganz normaler Jeep. Oh, nicht so viel Batterien verschwenden. So, hallo, Herr Portier, könnten Sie... Gar keiner da. So, was haben wir da? Halloween-Kinderzeichnung. Ach, wie putzig. Aha, Rechner. Hässliches Ding. Passwort. Bitte Passwort eingeben. Passwort, Passwort. Ist ja meistens so. Hat er überhaupt seinen Kaffee ausgetrunken? Keine Ahnung. Oh, das ist aber mal ein großes, großes Haus. Okay, R1, um den Camcorder bereit zu machen. Ereignis? Was ist denn für ein Ereignis? Hüpp! Bin ich bekloppt? Da war doch was! Hallo? Hallo. L1 drücken und rennen, das tue ich doch gerade. So, gucken wir mal, wo wir hier reinkommen. Sieht relativ verschlossen aus. Okay, wenigstens kann man nicht durch die Bäume einfach so durch. Kann man hier nicht einfach so ein Kellerfenster einschlagen? Obwohl, Vandalismus wird nicht toleriert. Ey, das ist ja mal cool, dass sich das spiegelt, so... Alles spiegelt sich hier im Hintergrund, so irgendwie, aber falsch rum. Und ich habe kein Spiegelbild. Weil da steht der LKW links und rechts gar keiner. Hier steht er links und... Ach so. Oder haben die einfach das von dem hier übernommen? Ich glaube, ich gucke mal lieber nicht so weiter durchs Fenster. Nachher schreckt da noch was hoch und ich... Schraub mich mal einen Meter höher. Auf meinem Stuhl. Das kann ich nämlich gut. Wir sind drin. Der Anstalt. Okay, da kommen wir nicht rein. Schade. Schade, schade. Einsatzbreites kannst du... Nein, und hinaus du. Ja. Hm. Hm. Mock mochte das Geräusch gerade gar nicht. Ja, da können wir springen. Hopp. Allein schon diese ganze Audio-Dings-Bums macht mich gerade fertig. Ja, das macht doch Spaß hier drinne. Ach, das ist eine Uhr. Okay. Oh, der ist ein bisschen kaputt. Hm. Wie spät haben wir denn? 9:10? Nee, nicht wirklich. Kann ich in den Kamin rein? Tatsache, aber da geht's nicht weiter. Schade. Ah, da ist eine Tür. Hm. Ja, dieses Spiel soll schockreich sein.
Also habe ich gehört. Und auch gesehen. Die Bäume, die Bäume. Vor allem, ich werfe hier überhaupt keinen Schatten. Was ist das für ein Mist? Hallo? Nee, ich gehe nicht in den Kamin. Ich bin doch nicht bescheuert. Feueralarm, können wir den... Ach, jetzt haben wir wieder einen Schatten. Wir wollen ja niemanden stören. Wähle dich Richtung Stellen, um dich hindurch zu zwängen. Hallo? Hau wieder, ich war alle ausgelockt hier. Oh, oh, oh. Batterien benötigen Infrarotlicht deines Camcorders. Du kannst die Batterien wechseln. Also so passiert hier, Ne, nehmen wir mal weg. So. Dokument. Naja, vielleicht sollten wir die auch mal drücken. Murkoff Psychiatric Systems Project Wallrider. Wallrider. Mount Massive Co. Fallnummer 174, Patienteninhalt WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19 Geschlecht. Männlich. Meiner Dr. Carl Houston, DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerter luzide Traumphase vorgedrungen zu. Für mich ist das alles nur irgendwie Bahnhof. Morphogenetische Antriebsaktivität im Beispiel des Unfalls beobachtet. Fahre fort mit Stufe 4 Hormon. Diagnostik. Was? Spirometrie. Da gab kein bronchiale Akkum. Das ist alles Fachlatein. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Hämatodit, CD4 und zur Trennung von. Oh Gott. Erneut fehlgeschlagen. Höchste besorgniserregend. MRI ergab. Arrhythmische REM, NREM-Zyklen, Lachen in da. Anmerkung, Billy erkundigt sich gern nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter vom MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric System Project Ball Riot Mount Massive. Da. Aber die Lampen haben mit mir. Der Hausmeister, der gehört, verprügelt. Oh, hab ich dich beim Toiletten gehen gerade gestört. Naja. Was war da? Please wash your hand. Ist das Gedärm? Ist das eine Bratwurst oder ist das irgendwie eine neue Bratmaxe. Gut, ich muss ehrlich sein, bis hierhin habe ich auch vorhin einmal schon gespielt. Nur, dass ich hier ein bisschen fixer unterwegs war. Weil wegen ist es so. Ach, du warst da im Locus drin. Okay. Naja, dann. Und genau ab hier, wo jetzt das Spiel speichert, habe ich nicht weitergespielt. Obwohl, ich habe die Tür da noch aufgemacht.